Ich hab meine Sachen an. Meine Schuhe stelle ich hier ab. Oh, ich liebe diesen Trainingspullover. Oh, hi, Jennifer. Hi, Kate. Oder auch nicht. Warte, was ist das denn? Oh, niemals, die hat die gleichen Schuhe wie ich. Boah, ich war bisher die Einzige, die diese trägt hier. Es muss doch was geben, was ich dagegen tun kann. Oh ja, das wird funktionieren. Ich muss mich nur anschleichen. Und ich hab die Schuhe. Jetzt muss ich sie verstecken. Hoch mit euch. Nimm das, du Nachahmerin. Hey, wo sind meine Schuhe? Die waren doch eben noch hier. Jennifer, was hast du denn mit meinen Schuhen gemacht? Boah, die ist immer so gemein zu mir. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann ja nicht barfuß in die Sporthalle gehen. Hey, diese Luftballons bringen mich auf eine gute Idee. Komm mit, Ballon. Okay, was noch? Du bist nicht besser als ich, Jen. Zeit, mein Schuhproblem zu lösen. Ich lege ihn einfach auf den Boden und trete drauf. Wenn die ganze Luft draußen ist, stecke ich diesen Teil einfach ein. Prima, jetzt der andere. Und fertig. Es sieht aus, als würde ich Ballerinas tragen. Okay, jetzt bin ich bereit fürs Training. Was hat Kate denn da an? Du meine Güte, was hat die denn an ihren Füßen? Ich glaube, das sind Luftballons. Das ist das Lustigste, was ich heute gesehen habe. Lacht so viel ihr wollt, das ist mir doch egal. Ich mache hier Sport und keine Modenschau. Im Ernst? Du und deine Videos. Sind wir bald fertig? Nick, kannst du das später machen? Lass mich mein Ding machen, okay? Okay, was als nächstes? Nee, zu erwachsen. Machst du Scherze? Lass mich dir was raussuchen. Hm, mal sehen. Das ist ziemlich süß. Hä? Fragst du jetzt TikTok? Oh oh. Also das ist nicht gut. Ich brauche ein bisschen Hilfe hier. Du erwachst mich. Ah, Hilfe. Wir müssen ein bisschen improvisieren. In der Mode geht's doch ums Experimentieren. Ich sehe ziemlich fabelhaft aus. Ja, dank meiner Hilfe. Oh, da ist Madison. Hm. Cool, er ist nicht umgefallen. Sie weiß nicht, dass ich hier bin. Ich habe einen Plan. So ein schöner Stein. Schön langsam. Boo! Meine Sonnenbrille! Wofür war das denn? Ups, ich hole sie dir. Noch etwas näher. Hey, siehst du das auch? Gib mir mal dein Handy. Das wird richtig cool aussehen. Genauso, beweg dich. Und was sagst du? Wow, echt kreativ. Sieh mal dort. Denkst du dasselbe wie ich? Warum? Oh. Kaum zu glauben, dass ich verloren habe. Dabei habe ich so viel trainiert. Ich habe mich richtig reingehängt. Was für eine Zeitverschwendung. Moment mal. Ich weiß, was mich besser stimmen wird. Snacks! Wo ist die Schoki? Oh, der Tag wird ja immer schlimmer. Oh, was ist denn los? Weder Essen noch Trinken erlaubt? Nope, von wegen. Die Regel werde ich brechen. Ich brauche Verstärkung. Okay, womit fange ich an? Oh, ich fange mal mit Telefonieren an. Hey, was geht? Echt? Ja klar, schon verstanden. Keine Sorge. Bis gleich. Okay, wie kann ich ihr nur helfen? Ich kann nicht einfach mit Snacks reinspazieren. Irgendwas muss ich doch tun können. Hey, das dürfte funktionieren.
Okay, Chipspackung, kommt mit mir. Dich verstecke ich gleich hier vorne. Und der restliche Süßkram kommt genau hierhin. Okay, das sind erstmal genug Snacks. Und nun brauche ich eine Jacke. Mit der Jacke verstecke ich den Süßkram und Reißverschluss zu. Yes, ich sehe voll aufgepumpt aus. Hey, du, brauchst du etwas Hilfe? Wow, what the heck? Beeindruckend, oder? Und zieh dir das mal rein. Das waren überhaupt keine Muskeln, sondern lauter süße und salzige Snacks. Und schon bessere Laune? Yes, Zucker ist die Lösung. Ich liebe es. Okay, und nun bin ich bereit für Runde 2. Achtung, Achtung, hier komme ich. Zieht euch meine Muskeln rein. Ich will eine Revanche. Bist du bereit für eine zweite Runde? Oh, ist das schwer. Yes, gewonnen. Ich bin die Beste. Was? Kaum zu glauben, dass ich verloren habe. So schlimm war es noch nie. Pimpe ich meine Spielfigur? Die Auswahl ist nicht besonders groß. Sogar er findet's öde. Ich brauche eine Pause. Hey, hallo. Hey du, komm mal her. Ich? Kannst du mir weiterhelfen? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Gefällt dir der Look? Oh, okay. Die Waffe ist cool, oder? Und? Nö. Wie wär's mit einer Pfanne als Waffe? Genau das ist es. Vielen Dank für deine Hilfe. Oh, das war ein Fehler. Los, gib ihm eine. Ja, gleich hab ich ihn. Fräulein, Ihr Essen ist zum Auftragen fertig. Ja, danke. Bitte stell's ab. Zum Wohl, Fräulein. Ah, ich liebe Kaviar über alles. Die perfekte Menge. Oh, fast hätte ich's ja vergessen. Mach ein Foto von mir und achte darauf, dass du mich im guten Winkel erwischst, ja? Ja, sehr schön, wenn ich das mal sagen darf. Mal sehen, welches soll ich posten? Jeder wird es lieben. Was geht? Wie geht's? Ah! Oh nein, lass uns tauschen. Wieso haben wir denn plötzlich Pickel? Ich bin wie so ein hässliches Monster. Ah! Butler? Ich habe ein Akne-Problem. Oh je, Hilfe ist schon unterwegs. Wir decken den Pickel einfach ab. Etwas Glitzer hat noch keinem geschaden. Die perfekte Tarnung. Das gefällt mir besser als vorher. Danke. Und nun erfolgt deine Bezahlung als Entschädigung. Oh, mein Glückstag. Nein, was ist mit mir? Ich habe auch einen Pickel. Bitte. Ich habe auch eine reife Banane. Mal sehen, was ich tun kann. Man muss sie nur richtig abdecken. Der hier ist perfekt dafür. So, tschüssi. Oh, was man nicht alles mit Geld kaufen kann. Ist es schon morgen? Ich freue mich auf einen weiteren schönen Tag. Oh, Butler! Ist das alles für mich? Das ist ja brandneu. Direkt vom Laufsteg. Wie wäre es heute mit Rot? Eine hervorragende Qualität. Ja, perfekt. Der gelbe Rock ist auch umwerfend. Das da. Das hier auch? Wie Sie wünschen. Und noch eins. Und das da auch. Alles für Sie. Ja. Her damit! Es regnet die neueste Mode. Das ist nicht so viel, oder? Jeder wird sowas von neidisch sein. Oh je. Ich habe so gut geschlafen. Ja, ich sollte mich fertig machen.
Was werde ich heute anziehen? Halt! Ups! Ist das alles, was ich an Kleidung habe? Wenn man das als Kleidung bezeichnen kann. Das wird schon gehen. So kann ich nicht auf die Straße gehen. Ah. Oh, was ist das? Noch mehr Kleidung? Oh, wie ekelhaft. Das ist sogar noch schlimmer. Hey, das sieht wie Kleidung aus. Und es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich frage mich, ob... Oh, das ist ja jede Menge Stoff. Aber meine Oma kann das gerade biegen. Kannst du das Kleid bitte kürzen? Wow, ist das Kleid zu lang? Dann schneide Löcher für die Arme hinein. Und fertig. Phew, das ging schnell. Und der Gürtel passt auch dazu. Cool. Oh, sie ist so wunderschön. Ich will nur trainieren. Ich fange mal mit dem Dehnen an. Okay, Gewichte. Ich will jetzt bloß das Richtige auswählen. Oh Mann, warum kriege ich denn die Kugelhantel nicht hoch? Nee. Na bitte. Wow. Bleib bitte auf deiner Seite mit deinen Gewichten. Okay, vielleicht sind die hier besser. Oder die? Ja, die habe ich gesucht. Ja, das ist mein Bizeps. Ja, klar, aber das ist mir doch egal. Was? Oh, die können die Kugelhantel hochheben? Ist sie Wonder Woman oder so? Hey du Loser, sag deinen Muskeln, dass sie sich entwickeln sollen. Autsch, Wonder Woman würde nie so gemein sein. Ach was soll's, wer braucht die schon? Ich muss einfach einen Kreis aus dem Schaumstoff ausschneiden. Dann kommt ein Stück Schleifpapier. Ich schleife nur die Kanten ab. Oh, schau dir das an. Die Kanten sind glatt und abgerundet. Perfekt. Jetzt weiter mit dem Cutter. Es muss noch ein bisschen mehr geschnitten werden. Kleiner Kreis genau in die Mitte. Genau so. Jetzt noch ein bisschen Metallic-Sprühfarbe. Ich besprühe das ganze Ding, damit es wie Metall aussieht. Ich muss nur mehr davon machen und auch verschiedene Größen. Okay, ich brauche auch noch ein Schaumstoff-Sechseck. Und das kommt direkt in die Mitte. Jetzt nehme ich den Schaumstoffdübel und mal ihn schwarz an. Der passt perfekt in das Loch. Schau dir das an. Ich habe Gewichte gemacht. Aber natürlich wegen überhaupt nichts. Okay, jetzt muss ich nur noch warten. Oh, da kommt sie. 57, 58, 59. Oh mein Gott, die Gewichte sehen echt schwer aus. Boah, bist du stark. Ja, schau dir das an. Keine große Sache. Hey, willst du mit zu mir kommen? Was ist das denn? Das sind ja gar keine echten Hanteln. Boah, die sind aus Schaumstoff. Hä? Wer kommt denn auf so eine dumme Idee? Da bist du ja. Das ist für dich. Wofür ist das? Das will ich nicht. Ich habe mein eigenes dabei. Okay. Bitte von meiner Schokoladenseite. Ist das Licht in Ordnung? Ja. Jetzt sind Gewichte dran. Oh, das zieht richtig. Gutes Bild. Das reicht. Zeit für etwas Core-Work. Bereit? Das ist so anstrengend. Oh, nices Foto. Ich hab's. Okay, stopp. Das reicht wieder. So ein gutes Workout. Hier, dein Handy. Ist das dein Ernst? Die Fotos sind das allerletzte. Was soll das? Wie sieht es denn hier aus? Dann mal los. Ich bin bereit. Was macht die Hose dort? Mann, bin ich faul. Hey, ich habe eine Idee. Wenn ich die Jeans über die Tür hänge, die Türe schließe und dann den Besen durch die Gürtelschlaufen stecke, kann ich daran Pull-Ups machen.
Das ist echt anstrengend. Wow, das war gut. Ich sehe schon Muskeln. Und noch eine Übung. Ich stelle den Stuhl so hin. Das ist voll anstrengend. Wow. Das Tuch wird nützlich sein. So trainiere ich meine Beine. Juhu, morgen gibt es Muskelkater. Und der Boden ist sauber. Na, das war ein gutes Training. Das Buch ist so spannend. Madison, schau mal. Ich habe so viele Likes. Echt beeindruckend. Ich bin so neidisch. Na, warte. Wo geht sie hin? Hey, was hat sie denn nur? Ich komme mir blöd vor. Hoffentlich wird das episch. Wow, was macht sie da? Check meine Moves aus. Sie hat sie nicht mehr alle. Ich will mehr Likes. Das muss einfach funktionieren. Hör bitte auf. Gib es zu, du bist neidisch. Darf ich mal sehen? Das ist der Renner. Stör mich nicht weiter. Ich muss den Post sehen. Lass das. Autsch. Das perfekte Verbrechen. Mal sehen, wie viele Likes sie hat. Gar keine? Echt jetzt? Was machst du da? Gib das her. Ich will Aufrufe haben, aber wie? Oh, das ist es. Ich brauche dafür mein iPad und ein Glas. Dann lasse ich ein Feuerwerkvideo laufen und filme das Glasinnere. Okay, das war perfekt. Wow, das Video kommt voll an. Lass uns gemeinsam ein Video machen. Das macht echt Spaß. Hier ist laufen. Verlagere dein Gewicht auf deine Fersen, nicht deine Zehen. Okay, warte einen Moment. Hör zu, Rücken gerade und Kinn nach oben. So, versuch nun so zu laufen. Okay, okay, ich schaffe das. Oder auch nicht. Sie ist ein hoffnungsloser Fall. Ha, ihr Rucksack ist voller Bücher und Romane. Die werden mir bei der Lösung helfen. Okay, balanciere die Bücher auf deinem Kopf. So lernst du, wie man mit High Heels läuft. Sieh mal her, laufe so wie ich. Oh, okay, verstehe. Ja, du machst das gut. Hey, Moment mal. Was ist mit den High Heels passiert? Sie ist barfuß. Das hilft ihr absolut nicht weiter. Hey. Okay. Okay, ich zieh sie wieder an. Nein, meine Bücher und meine Brille. Autsch. Wow, Mann, ist das heiß heute. Und das dauert ja ewig. Ihre armen Bücher tun mir fast schon etwas leid. Na los, na los. Hey, hey, ich glaube, ich habe den Dreh raus. Ja, gut so. Ich wusste, du würdest es schaffen. Ha? Wow, was macht denn die da? Hi, das tat sicher weh, oh je. Sind alle weg. Perfekt für einen Tisch für eine Person. Oh, da bist du ja. Die Speisekarte, junge Dame. Hier gibt es so viele gute Sachen. Aber die Preise. Wie viel habe ich überhaupt? Na los, Mädchen. Weißt du was? Ich nehme das hier. Porridge. Mhm, okay. Ich vermisse Orte wie diesen. Hä? Ist das Annie? Sie sieht umwerfend aus. Hi! So schön, dich zu sehen. Wir haben so viel nachzuholen. Du hast ja keine Ahnung. Was sind das nur für Lumpen an diesem Mädchen? Und das strähnige Haar. Wer bist du? Ich bin's, Kate. Du bist lustig. Wir sind beste Freunde, du und ich. Hast du das gefotoshoppt? Das ist mir unheimlich. Annie!
Jenny, warte doch. Was ist denn mit der los? Das ist der allerschlimmste Abend ever. Dein Porridge, junge Dame. Guten Appetit. Sieht etwas fad aus. Was ist mit den Nüssen und Beeren? Das ist irreführende Werbung. Ach, schön. Du willst ein bisschen mehr Geschmack? Hier. Zufrieden? Das ist unglaublich. Aber ein Mädchen muss essen. Das ist alles andere als appetitlich. Und das schmeckt noch schlechter. Warte, ich kann das ändern. Ich muss nur mein Gehirn austricksen. Ich kann dieses Zeug wie einen saftigen Burger schmecken lassen. Warmer, schmelzender Käse und ein heißer, saftiger Burger. Ich kann es schmecken. Mein Leibgericht. Yep, das ist Marinara. Das ist das beste Essen. Schauen wir mal. Oh ja, schau dir die Frisur an. Die würde definitiv zu mir passen. Hallo, es wird Zeit für einen Stilwechsel, oder? Oh, das wird hinreißend an dir aussehen. Noch kein Problem. Ich bring dich zum Strahlen. Wie der Star, der du wirklich bist. Das Glätten wird einen großen Unterschied machen. Und wir dürfen die Farbe nicht vergessen. Ja, meine Arbeit ist abgeschlossen. Wieder ein Meisterwerk. Oh, du bist wirklich der beste Hairstylist der Stadt. Gib mir den Spiegel, damit ich das Endergebnis sehen kann. Ja, das ist genau das. Hi. Oh Mann, deine Haare sind ja total zerzaust. Ich sollte dir das sagen, ja, sonst lacht ja jeder über sie. Ja, das wird auch nicht so schön. Stopp, weißt du was? Ich werde dir da raushelfen. Das ist eine Haarintervention. Also erstmal kommt der Haargummi weg. Okay, aber jetzt sind meine Haare ganz zerzaust. Ja, das liegt daran, weil ich noch nicht fertig bin. Du brauchst ein bisschen Farbe. Zuerst brauchen wir ein paar Stifte. Ich schneide das Ende ab und hole die Tinte raus. Die steckt in diesem kleinen Filzhalm, was bedeutet, dass ich durchpusten kann. Ich nehme ein Ende in den Mund und voilà, die ganze Farbe kommt raus. Okay, ich habe die Farbe und jetzt kommt die Creme. Ich gebe einfach einen kleinen Klecks dazu und fange an zu mischen. Okay, wir sind bereit für den nächsten Schritt. Ich habe einen Plastikhandschuh und jetzt wird aufgetragen. Ich streiche das auf einer deiner Haarsträhnen. Jetzt mit Alufolie einwickeln. Gut, als nächstes kommt Lila. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ja, du wirst schon sehen, wenn es fertig ist. Folie auch für diese. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Okay, Zeit, deine Haare zu begutachten. Einfach die Folie entfernen und voilà. Oh, ich habe zu viel Angst zu schauen. Oh, warte, ist das mein Haar? Das ist ja grün und lila. Wow, das sieht so süß aus. Ich liebe es. Ja, ich denke, es fehlt noch was, damit der Look überzeugt. Wir nehmen einfach die Brille ab. Du siehst doch auch ohne was, oder? Anzieh auch die Strickjacke aus. Wir schmeißen die einfach darüber, wo sie hingehört. Ja, der obere Knopf bleibt auf jeden Fall offen. Ich fühle mich hübsch, also hübscher. Na, los, lass uns zum Unterricht gehen. So, Zeit, deinen neuen Look zu präsentieren. Wow, siehst du auch lila und grüne Strähnen? Oh mein Gott, keiner lacht. Oh, vielen, vielen Dank. Scheint das richtige Haus zu sein. Oh, das muss mein Paket sein. Bitte schön, Ihre Lieferung. Ja, ich liebe es, Pakete aufzumachen.
Und das hier kommt aus Australien. Ich muss nur rankommen. Komm schon, Klebeband. Geh ab. Och, das bringt nichts. Oh, na klar. Ich nehme die Schere. Ha, geht doch. Das ist doch ein Kinderspiel. Ich schneide das ganze Klebeband auf. Na endlich. Jetzt geht's auf. Oh nein, die Schere hat meinen Mantel ruiniert. Nein, er ist völlig im Eimer. Was für ein Riesenmist. Aber vielleicht kann man ja doch noch was machen. Okay, ich ziehe ihn einfach mal an und sehe, wo wir stehen. Jetzt brauche ich wieder eine Schere. Ich schneide einfach da weiter, wo er schon kaputt ist. So, einmal ringsrum. Und jetzt kann ich das Unterteil als Rock anziehen. Mit den Knöpfen bleibt er an seinem Platz. Klasse, jetzt habe ich eine kleine Jacke und einen Rock. Wow, das sieht großartig aus. Davon muss ich ein Foto machen. Diese Selfies werden so viele Likes kriegen. Ja, dieses Foto schicke ich auf jeden Fall. Oh, ich hoffe, es gefällt ihr. Es gefällt ihr. Sie findet es cool. Juhu. Heute ist nicht Elvas Geburtstag? Unglaublich, dass ich den vergessen habe. Ich habe hier irgendwo ein Geschenk. Oh, definitiv nicht hier drin. Das hier? Nee. Ein Strandball? Nee. Luftpolsterfolie? Na klar, die ist super vielseitig. Also, was kann ich damit machen? Oh ja. Schneide ein kleines Quadrat aus. Dann nimm Farbe, um oben einen Rand zu machen. Mach ihn so gerade wie möglich. Mach jetzt weiter mit Reihen. Ist das Teil nicht cool? Ist das Ava? Hey, alles Gute zum Geburtstag. Ich habe dir was ganz Besonderes gemacht. Danke, das macht so viel Spaß. Das beschäftigt mich für Stunden. Ich bin so froh, dass es dir gefällt. Ich liebe meine beste Freundin. Das ist genau meine Mucke. Ah, so ein langweiliger Tag. Vielleicht flüchte ich einfach in eine andere Welt. Hey, gar nicht so übel. Ich bin reich. Hey, so hatte ich mir das aber nicht vorgestellt. Mann, ist das staubig. So, schon viel besser. Und was gibt's noch zu tun? Irgendwie ist das voll beruhigend. Ich meine, der Haushalt schmeißt sich nicht von allein. Nice. Was muss noch erledigt werden? Oh, euch sollte man mal wieder gießen. Das reicht. Wow, ist das für mich? Das kommt auf das Sparkonto. So ein Jammer. Yes, ich gehe voll ab. Jetzt kommt der Finishing Move. Gleich passiert es. Wieso ist das Internet so lahm? Ich hätte fast gewonnen. Das haben wir gleich. Mal sehen. Nun geh schon ran. Ein Anruf. Ja, stimmt. Hallo? Hallo, ich brauche eine schnellere Verbindung. Alles klar, schon erledigt. Ja, die Verbindung ist wieder da. Hallo? War das alles? Yes! Ich gewinne immer! Oh. Mm. Dann mal los! Oh yeah! Was? Die Verbindung ist unterbrochen? Da kann man nichts machen. Immer noch nichts. Wie viel Zeit ist vergangen? 2%? Wuhu! Oh, falscher Alarm! Es ist Waschtag! Wie gut, dass ich nicht so viel waschen muss. Oh, meine Jeans!
Die ist definitiv meine Lieblingshose. Und das war's. Nur eine kleine Waschladung. Los geht's. Das kann ja nicht lange dauern. Mal auf die Uhr schauen. Ich setze mich einfach so lang hier hin und warte. Wow, hier kann ich so viel lernen. Ja, ich warte nur, dass meine Wäsche fertig ist. Oh, sie ist fertig. Ich rufe sie später nochmal an. Okay, da ist mein Rock. Was? Was ist denn damit passiert? Er ist winzig. Nein, 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 das kann nicht wahr sein. Bitte nicht auch meine Lieblingsjeans. Puh, die sehen noch ganz okay aus. Ich probiere sie sicherheitshalber an. Komm schon, rein da. Das muss doch passen. Oh, vergiss es. Die muss auch eingelaufen sein. Meine Lieblingsjeans. Total ruiniert. Unfassbar. Mir so den Tag zu verderben. Blöde Hose. Ich habe ihr doch überhaupt nichts getan. Warte mal. Vielleicht kann man ja doch noch was machen. Ha, ich ziehe sie einfach rückwärts an. Ich ziehe sie auf beiden Beinen ein Stück hoch. Und dann ziehe ich sie einfach hoch. Ja, es funktioniert. Diese Hose habe ich überlistet. Tschüss, Rock. Die brauche ich nicht mehr. Ja, meine Lieblingsjeans hält noch eine Weile. Und sie sieht noch so gut aus wie vorher. Dann kann sie endlich losgehen. Bizeps wächst und gedeiht. Der Burger macht mich nicht glücklich. Und fit macht er mich auch nicht. Hey! Was? Was ist denn? Ich trainiere hier. Kannst du mir helfen? Ich will wie sie aussehen. Von so einem Bizeps kann ich nur träumen. Aber du siehst stark aus. Hm, keine Ahnung. Na gut, ich kann's mal versuchen. Lass mich dich ansehen. Bist du bereit? Und los geht's. Du willst einen Burger? Dann mach einen Sit-Up dafür. Und nun eine Pizza. Na los, du musst dir die Pizza auch verdienen. Puh, das war echt hartes Training. Ich bin kaputt. Ist sie noch hier? Sieht sie her? Den Snack habe ich mir wirklich verdient. Moment mal, ich habe eine bessere Idee. Ich habe ein Schweißband und jede Menge Süßkram. Das ist es. Zieht euch das rein. Fehlt nur noch mein Schweißband. Ein Süßigkeiten-Schweißband. Ich bin genial. Und jetzt Süßigkeiten-Schnürsenkel. Yes, das ist mega. Und nun kann das Workout weitergehen. Wir benutzen das hier für die nächste Trainingseinheit. Ach was, das brauche ich gar nicht. Wirklich? Wow, ich bin beeindruckt. Gute Einstellung. Sie ist weg. Zeit für einen kleinen Snack. Aber nicht verraten. So viel Make-up. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hey, was siehst du dir an? Seit wann hast du so viel Make-up? Ich habe es gekauft, aber kann es nicht benutzen. Hilfst du mir? Bitte, bitte, bitte. Okay, wieso nicht? Ich helfe dir. Komm mit. So ein schöner Ort. Echt hübsch hier. Wow. Wow. Gefällt's dir? Atme einmal tief ein. Bereite dich vor. Es geht los. Ich bin fertig. Okay, sieh dir das an. Ah, das ist ja gar nicht schön. Das ist viel zu viel. Ich erkenne mich kaum. Sorry, aber es gefällt mir nicht. Was? Aber wieso? Du siehst schön aus. Ja, ich will aber viel lieber einen natürlichen Look. Ach, okay, keine Sorge. Das kriege ich auch hin. Probieren wir diese Farben aus. Okay, wenn du das sagst. Oh, oh, wow. Genau das habe ich gemeint. Man erkennt kaum, dass ich Make-up trage. Das ist so schön. Danke. Schön, wenn es dir gefällt. Puh. Hey, willst du Fotos machen? Die kannst du auf Insta hochladen. Lächeln, beste Freunde mit besten Looks. So, ich schicke sie dir rüber, aber ich poste die Fotos sofort. Was sieht sie sich auf ihrem Handy an? Uff, ich sehe nichts ohne Brille. Okay, sieh dir das an. Oh, hey, was machst du da? Oh, wow, das sieht toll aus. Gut gemacht. Du hast deine Augen gerieben und das Make-up ruiniert. Wenigstens haben wir die Fotos. Wow, sieh dir die an. Sie sehen toll aus. Seit wann ist sie so beliebt? Ihr Outfit und Make-up sind der Burner. Wow, sie läuft sogar in High Heels. Wie macht sie das nur? Was zum... Wow, seht sie euch an. Ich kann gar nicht wegschauen. Autsch. Hä? Was war das für ein Geräusch? Oh mein Gott. Gut gemacht, Bestie. Oh, alles harte Arbeiten macht mich durstig. Das sollte helfen. Mann, warum kriege ich denn die Flasche nicht auf? Wie soll ich denn jetzt meinen Durst löschen?
Jennifer? Was willst du denn? Ich krieg das nicht auf. Kannst du es bitte versuchen? Ekelhaft, nimm das weg von mir. Sorry. Nee, Kate, ich mach das für dich auf. Echt? Oh, danke. Bitteschön. Oh, vielen, vielen Dank, Matt. Vielen, vielen Dank, Matt. Oh, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich kann nicht glauben, dass sie ihr geholfen hat. Boah, schau mal, wie die den Drink in sich reinschüttet. Warte mal. Das ist bei mir auch eine tolle Idee. Oh, das war gut. Ich werf die Flasche gleich weg. Das ist meine Chance. Ich muss nur mein Telefon bereithalten. Sehr gut. Das ist die perfekte Aufnahme. Alle und weg. Oh ja, das wird super. Nur eine kleine Änderung hier und... Oh, das wird so gut. Fertig. Und jetzt an alle senden. Hat's schon jemand bekommen? Oh, eine Nachricht. Oh, arme Kate. Hey, was ist das denn? Oh nee, das ist Kate. Die sitzt da drüben. Hä? Was ist denn los? Warum lachen denn alle über mich? Ja, schau mal auf dein Handy, Kate. Was ist denn auf meinem Handy? Ein Video. Hey, das bin ja ich. Was? Ich hab die nicht aus dem Müll geholt. Ich hab sie in den Müll geworfen. Die Aufnahme wurde umgedreht. Jeder denkt, ich esse Müll. Ja, da hast du recht. Das ist wirklich lustig. Dann ist mir heute langweilig. Es gibt nicht mal gute Memes. Oh, mein Gott. Was für ein Deal. Hey, schau dir mal den Ring hier an. Hey, ich meine, schau dir diesen Ring hier an. Glaubst du nicht, dass der toll an mir aussehen würde? Okay. Lass mich mal checken, was ich hab. Ja, nicht viel. Mehr nicht? Nur einen Dollar? Na schön, dann scroll ich wohl weiter auf meinem Handy rum. Ach. Wow, die Gummis hier sind wie Ringe geformt. Weißt du was? Das ist meine Chance. Hey, ich hab dir einen Ring besorgt. Du hast ihn verdient. Oh mein Gott, danke. Wow, der passt ja perfekt. Das bringt mich auf eine noch viel bessere Idee. Jetzt trage ich alle Ringe. Ja, sehr schön. Die sehen toll an dir aus. Wow, die Party scheint ja toll zu sein. Okay, das ist meine Chance. Tief einatmen. Hey, wie geht's? Habt ihr in letzter Zeit irgendwelche guten Podcasts gehört? Schau mal da drüben. Ist das nicht cool? Was? Wo ist sie denn hin? Oh, sie haben mich observiert. Naja, das ist okay. Ich kann es ja nochmal versuchen. Hey, guter Punsch, hä? Entschuldige mich. Ich muss irgendwo hin. Hi, tolle Party, oder? Sorry. Ja, ich habe einen Anruf und muss da rangehen. Ich wette, das war gar kein echter Anruf. Ich weiß überhaupt nicht, was ich falsch mache. Autsch, wo rennen denn alle hin? Die wollen nur zu ihm? Das macht doch gar keinen Sinn. Was hat der, was ich nicht hab? Oh, ich verstehe. Seine Haare. Okay, seine Garderobe. Tattoos. Ja, wie kann ich denn da mithalten? Aber schau, wie beliebt er ist. Ha, was denn das? Ein Rockmagazin? Hey, temporäre Tattoos. Voll gut. Oh, wow, die sind ja unglaublich. Zeit, sie einzusetzen. Alles klar, ich bin bereit für meine Tattoos. Einfach den Ärmel hochkrempeln und das Tattoo positionieren. Jetzt schön was machen.
Oh, scheint gut zu kleben. Das Papier abziehen und sehen, ob es geklappt hat. Oh, wow, das hat funktioniert. Das sieht echt aus. Okay, Zeit, die Party zu rocken mit meinem neuen Look. Ja, ich habe die Haare, die Garderobe und die Tattoos. Alle Tattoos. Da sind sie ja. Hallo zusammen. Oh, ich meine, hey, was geht ab, Leute? Boah, schau dir den an. Aus dem Weg, den habe ich schon reserviert. Hey, was ist denn los? Deine Tattoos sind so cool. Naja, egal. Wenigstens habe ich Popcorn. Hey, lass uns ein Selfie machen. Lächeln. Ja, ich bin bereit für das heutige Training. Und du? Hi, willkommen in unserem Fitnessstudio. Checkt das aus. Gefällt euch das? Dann braucht ihr dieses Pulver hier. Oh, nein, danke. Wir haben unser eigenes Pulver mitgebracht. Na, wenn das so ist. Viel Spaß beim Training. Okay, komm, wir setzen uns hier hin. Sieht er gerade rüber? Nope, er ist abgelenkt und hat Besseres zu tun. Mach es auf. Hier, so viele Süßigkeiten. Wir sind genial. Unglaublich, dass wir das reingeschmuggelt haben. Na, hast du Lust zu snacken? Hm, was geht denn da drüben vor sich? Schnell den Deckel wieder drauf. Er guckt her. Hm, die haben doch Essen reingeschmuggelt. Hm, damit kann ich sie nicht durchkommen lassen. Ich habe eine Idee. Ich schleiche mich einfach kurz hin, solange sie abgelenkt sind. Und tausche die zwei Dosen aus. Perfekt. Und ruckzuck. Zeit für ein paar Snacks. Oh, ich habe solchen Hunger. Mein Magen knurrt schon total. Meiner auch. Naja, die Lösung steht gleich da drüben. Unsere Snacks. Okay, die Luft ist rein. Er schaut nicht rüber. Die werden sich gleich wundern. Okay, ab in den Mund mit den Süßigkeiten. Komm zu Mama, du süße Versuchung. What the heck? Halt! Bläh, was zum Geier ist das? Das ist ja überall gelandet. What the heck? Wow, kaum zu fassen. Du siehst aufgepumpt aus. Echt mega. Ich bin voll muskulös und das ganz ohne Training. Ich glaube, heute ist mein Glückstag. Hier draußen ist es mega heiß. Diese Brille wird mir kaum noch helfen, aber besser als nichts. Hä? Wo ist die Sonne hin? Oh nein. Regnet es? Ich brauche einen Unterschlupf. Regnet es noch? Oh, das nervt. Ich passe hier nicht rein. Nicht auch noch Donner und Blitz. Weg mit dir, Abfall. Oh. Warte mal. Die Lösung liegt direkt vor meiner Nase. Es ist trocken hier drin. Und ich kann was sehen. Es kommt ganz schön was runter, was? Mal, was ich habe. Willst du probieren? Das sind die besten. Ich mag das Blaue. Hm, ich nehme dich. Rein mit dir. Einfach den Deckel zumachen. Das macht am meisten Spaß, sie zu quetschen. Oh, das fühlt sich gut an. Das Zeug kommt in die Wolke rein. Ich quetsche es hinein. Und jetzt warte ich. Mache so lange mein Make-up. Das sollte reichen. Das ist so spannend. Oh, der ist so süß. Und so knuffig. Cuteness Overload. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Nam nam! Kannst du ein Foto machen? Lächeln! Lass los, das ist meins. Ups, eine Ananas? Wo kommt die denn jetzt her? Hm, ich glaube, ich habe eine Idee. Nimm ein Stück Pappe und schneide so eine Form daraus. Nimm ein Glätteeisen und ein kleines Quadrat aus Schaumstoff. Lege das Stück über eine Kreisschablone und drück eine Murmel hinein. Mache eine Mulde in den Schaumstoff. So ist es perfekt. Mache so viele, wie du Löcher in der Pappe hast. Trage nun essbaren Kleber auf der Pappe auf. Rundherum, am Rand entlang und zwischen den Löchern.
Lege den Schaumstoff darauf und drücke es zusammen. Drehe die Pappe um und lege das andere Stück Schaumstoff darauf. Drücke vorsichtig die Wölbungen durch die Löcher. Schneide aus Schaumstoff einen Rand aus. Wickle diesen um die Pappe. Befestige noch weitere Streifen horizontal darauf. Schneide noch Blätter aus grünem Schaumstoff aus. Ein tropisches Ananas-Puppet. Es funktioniert. Das macht so Spaß. Hier, versuch du's mal. Nicht so schnell. Das ist nicht die Verdächtige. Aber die hier schon eher. Wir haben unsere Verdächtige. Ich meine Ananas. Oh, hat Ava einen neuen Rucksack? Ich wünschte, ich könnte mir auch so einen leisten. Aber wofür hat man Arme? Fast geschafft. Oh je. Hey. Mein Hotdog. Das Shirt ist nagelneu. Sorry. Naja, kann passieren. Sind das alles deine Schulbücher? Hey, ich kann dir vielleicht weiterhelfen. Nimm dein T-Shirt und schneide im Bogen das Unterteil ab. Am besten geht es mit einer Schneiderschere. Perfekt, du brauchst doch nur das Unterteil. Mach zwei kleine Schnitte an der Unterseite. Befestige eine Nadel an einer Gummischnur. Schiebe sie dann durch die Naht. Benutz einfach deine Finger, um sie durchzuführen. Wenn es ganz durch ist, knote die Enden zusammen. Falte die Oberkante um, positioniere die Schnur und nähe es dann zu. Jetzt hast du einen Rucksack mit Kordelzug. Gefällt er dir? Wow, packen wir alles ein. Der hält ganz schön viel aus, ha? Huh? Und das Beste daran ist, der hat nichts gekostet. Wie sieht er aus? Ich schulde dir was. Tschüss. Dein Schuh. Oh, den hätte ich fast vergessen. Danke für den Hinweis. Okay, mit Butterbrot kann man ja nichts falsch machen. Wow, ist das Kaviar? Oh, das sieht so gut aus. Mann, jetzt ist mein Brot so langweilig. Ich wünschte, ich könnte es aufpeppen. Ich glaube, mit Ketchup wird's gehen. Okay, Zeit zum Ausprobieren. Ich mache kleine Pünktchen drauf. Sieht schon aus wie Kaviar. Und fertig. Wow, das sieht wirklich aus wie Kaviar. Bereit für Instagram? Ich bin ein Genie. Ha, ob die Leute jetzt denken, ich sei reich? Nicht schlecht. Jetzt zum Essen. Oh Mann. Oh, ich habe mein Brot ruiniert. Oh, aber sonst habe ich nichts zu essen. Unterricht. Und wo sind die Bücher? Aha! Ich brauche heute wirklich viel. Was habe ich vergessen? Wo ist meine Federtasche? Ich könnte schwören, sie liegt hier irgendwo. Gib dir her, du dumme Maus! Ich brauche die wirklich, okay? Gah! Unfassbar! Hey, eine alte Chipsdose. Damit kann ich was anfangen. Mach Heißkleber entlang der Seiten drauf, etwa so. Dann im Zickzack. Drehe die Dose jetzt auf den Kopf. Und trage Kleber entlang der unteren Kante auf. Und vergesst die Mitte nicht. Ein kreuz- und quer verlaufendes Muster ist gut. So, drehe jetzt das ganze Ding um und hol die Dose raus. Klebe das Ober- und Unterteil auf. Und dann den Reißverschluss drauf. Federtasche, wer möchte? Wow, ich bin handwerklich begabt, wenn es darauf ankommt. Aber ich will nicht zu spät kommen. Okay, wer ist als nächstes dran? Hallo! Kannst du lächeln? Toll, danke! Tschüss! Igitt! Schon mal was von Zahnarzt gehört? Hä? Oh,
die sehen schlimm aus, hä? Los, werdet sauber. Was soll ich damit anfangen? Das ist so peinlich. Hey, ich habe eine Idee. Schneide Wachspapier rechteckig zu. Dann mach Zahnpasta in die Mitte. Das sieht ziemlich gut aus. Nun streu Backpulver drüber. Danach verteile es mit deinem Finger. Jetzt ist es fertig. Klebe das einfach direkt auf deine Zähne. Und jetzt warten wir. Nach 20 Minuten nimmst du das Papier wieder ab. Oh, schau dir diese perlweißen Zähne an. Gut gemacht. Lächle schön breit, okay? Pass auf, meine Zauberkräfte können den Ball bewegen. Wow, wie machst du das? Nimm es. Ich will auch zaubern können. Es bewegt sich nicht. Ich glaube, es ist kaputt. Ich zeig dir meinen Zaubertrick. Probier es damit. So, es bewegt sich. Machst du das? Oh nein, pass auf! Zack! Wow, das war knapp. Manu, jetzt kann ich nicht mehr spielen. Es ist weg. Schon gut, reg dich nicht auf. Ich bring das in Ordnung. Schneide ein Papier aus und teile es so ein. Falte es dann zu einem Würfel. Klebe es mit Tesa zusammen. Mach noch einen Würfel und klebe die beiden zusammen. Lege die beiden Würfel aufeinander und klebe an beide Seiten Klebeband als Scharnier. Mach das Ganze noch ein paar Mal und benutze unterschiedliche Farben. Baue aus den Würfeln ein langes Rechteck und klebe sie alle aneinander. Lege die Würfel aufeinander und klebe sie auch hier zusammen. Mach das an allen Seiten. Danach klebe verschiedene Emojis auf die jeweiligen Würfelseiten. Du kannst all deine Lieblings-Emojis nehmen. Jetzt hast du immer eine andere Kombination an Emojis. Check das mal aus. Weiß nicht. Was ist das denn? Das ist eigentlich ganz cool. Das ist toll. Das hast du gemacht? Ja. Wow. Oh. Hä? Was ist das für eine Zauberei? Punkt für die Streberin. Das ist meine liebste Tageszeit. Ich verstehe nicht, warum die anderen Hausaufgaben hassen. Das hier ist eine Kopfnuss. Ich sollte mehr Gehirnnahrung tanken. Zitronenlimonade ist meine Lieblingssorte. Herunter mit dir. Ein bisschen Zucker hilft auch. Mann, das ist gut. Jetzt brauche ich was Saures. Komm zu Mama. Das trifft genau den Punkt. Da kann ich auch gleich in die Skittles-Tüte greifen. Was Olivia will, nimmt sich Olivia. Auch wenn es ein Pickel oder 5 Pickel verursacht. Egal, mein Studium ist alles, was zählt. Und du solltest jetzt lieber ein bisschen langsam machen, Olivia. Ah, so klebrig. Naja. Heiliges Kanonenrohr. Ich rufe besser meinen Hautarzt an. Naja, ich schätze, es ist der Preis, den ich zahlen muss. Ich werde nie auf meine Snacks verzichten. Was soll ich sagen? Ich liebe es zu essen. Aber für beliebte Mädchen wie Hannah ist Aussehen alles. Auch wenn es bedeutet, das beste Essen abzulehnen. Ja, Zucker, weg mit dir. Dieser Salat reicht mir völlig. Schau, wie viele Bissen ich habe. Schmeckt wie ein Burger. Schau dir Olivia an. Ich frag mich, wie es ist, alles zu essen, was man will. Oh Gott. Konzentrier dich einfach auf diesen leckeren Salat. Wenigstens bin ich hübsch. Und die Streberin führt. Sieh dir diesen wuscheligen Bart an. Das ist das Gesicht eines echten Mannes. Hi. Er hat mich bemerkt. Oh, ein hübscher Mann mag mich. Mein ganzes Starren hat sich ausgezahlt. Eine Nachricht für mich? Oh, wie toll. Ja, ich vermisse dich auch. Das ist für Hannah. Was? Gib's weiter, okay? Für mich? Oh, das ist definitiv für mich. Ja, ich vermisse dich auch, mein Schnuckelchen. Briefe schreiben ist so romantisch. Okay, du kannst ihn jetzt zurückgeben. Hier.
dich lieb, Honigblümchen. Ach, gib mir das. Das ist ein Klassenzimmer, okay? Her damit. Du hast meinen Kuss gestohlen. Im Ernst, Olivia? Wie sollen wir uns sehen? Mission erfüllt. Ich kann auch romantisch sein, weißt du? Ein Punkt für das beliebte Mädchen. Hoffentlich habe ich die richtigen Stifte dabei. Oh, das sieht heute wirklich hübsch aus. Oh! Olivia? Oh, das gibt blaue Flecke. Bist du okay? Lass mich dir helfen. Wirklich? Danke. Du siehst heute gut aus, Olivia. Ja, was du nicht sagst. Dein Notizbuch. Was ist das denn? Die Barbie, mit der wir früher gespielt haben? Das fühlt sich an wie gestern. Ich will mit Barbie spielen. Gib sie her. Nein, ich spiele jetzt mit der. Und dann ist es passiert. Ah, du hast dir den Kopf abgerissen. Ah? Und unsere Freundschaft endete genau dort. Du warst so gemein. Das war ein Unfall. Jetzt gib sie zurück. Nein, du gibst sie her. Wahnsinn, genau wie der Burger. Hey, rutsch rüber. Bist du bereit, mit mir mitzukommen? Lass uns gehen. Sport? Nein, danke. Das ist nichts für mich. Ich dachte, du wolltest sportlicher sein. Naja, schon irgendwie, aber... Und du hast gesagt, du willst für ihn gut aussehen. Okay, du hast recht. Das habe ich gesagt. Ich komme ja mit. Okay, mir nach. Du wirst in 0, nichts in Form sein. Schon vom Zuschauen bin ich außer Atem. Vergiss nicht, neben deinen Beinen deine Arme zu trainieren. Na los, hier entlang. Der Weg ist viel schöner. Wie du meinst. Hey, hör auf zu telefonieren. Leg einen Zahn zu. Ein Schritt nach dem anderen. So erreichst du dein Ziel. Oh mein Gott. Ich glaube, ich sterbe. Tust du nicht. Dir geht's gut. Na los. Stell dir vor, du würdest ihn küssen. Genauso, noch ein paar mehr, du machst das gut. Und noch einer, na los, ignoriere den Schmerz. Oh mein Gott, ich bin am Ende, meine Beine sind gebrochen. Endlich bin ich wieder zu Hause. Hey, da ist ja noch mein Burger. Ich hab solchen Hunger. Yes, den lasse ich mir jetzt schmecken. Halt, ich esse den lieber heimlich. Hier unten sollte ich sicher sein, rein damit. Hä? Wo ist sie hin? War sie nicht gerade noch hier? Ha, naja, ich sehe sie nicht. Wo ist sie nur hingegangen? Moment mal, höre ich da etwa ein Schmatzen? Hey, gefunden! Als ob ich nicht unter dem Tisch nachsehen würde. Gib den her! Na los, du hast heute so viel trainiert, mach es nicht kaputt! Hier, wenn du hungrig bist, iss einen Apfel. Wir machen Smoothies, die schmecken gut und sind gesund. Hier, trink aus, die halten dich fit. Echt? Für mich sieht das nicht lecker aus. Ja, du hast recht, die sind nicht lecker. Sorry. Hey, Matt, ist das ein neues Armband? Boah, steht dir echt gut. Man sieht, dass du hart trainierst. Ich mach mal schnell ein paar Fotos von ihm. Was macht Kate denn da? Ach, mach die Fotos von Matt? Oh, die denkt, die ist so listig. Gib mir das. Was glaubst du denn, was du da tust? Oh nee, die wird sie ihm zeigen. Schau mal, Matt, was Kate mit ihrem Telefon aufgenommen hat. Warte, was ist das? Ein Selfie? Ah, puh. Gerettet durch ein versehentliches Selfie. Ja, Jennifer, ich verstehe nicht, was daran so schlimm sein soll. Gib Kate einfach ihr Telefon zurück, ja? Na gut. Hier hast du dein Handy, Kate. Oh, Jennifer ist immer so gemein zu mir. Aber diesmal hatte sie tatsächlich recht. Und das wird mein kleines Geheimnis bleiben. Ja, das sah so aus, als ob sie Fotos von dir mit ihrem Handy gemacht hätte. Jen ist reich. Ich werde mit ihr reden.
Hey Kay, tut mir leid, dass Dan ein Telefon genommen hat. Ich dachte, du würdest... Oh, du hast Fotos von mir gemacht. Ich weiß, hab ich. Es tut mir so leid. Hör zu, ist in Ordnung. Echt, ich zeig dir mal was. Das ist das Coverbild auf meinem Handy. Oh, das bin ja ich auf deinem Handy. Ach, du meine Güte, mir wird ganz heiß. Ah, da ist die Klingel. Sport ist vorbei. Kann ich dich zur nächsten Stunde begleiten? Ja, das wäre toll. Boah, was ist denn da gerade passiert? Das ist ungerecht. Ich hasse diesen Tag. Oh, die Spielfigur ist voll langweilig. Das Outfit ist voll daneben. Wo ist es? Da ist es. Hallo? Ich bräuchte deine Hilfe, sofort. Ich bin schon da. Igitt. Zuerst die Bezahlung. Jetzt kann ich die Arbeit beginnen. Wir fangen mit den Accessoires an. Hey, hör endlich auf damit. Kümmere dich um die Spielfigur. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Halt endlich deine Klappe. Wie frech. Sieh doch mal hin. Ach, das haben wir gleich. Das könnte passen. Also, das ist ein heißes Outfit. Mit oder ohne Maske? Sie braucht noch eine Waffe. Es fehlt noch etwas. Das ist es. Hier ist das perfekte Outfit. Einfach genial. Ja, lass mich erstmal aufstehen.